Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von einem neuen Projekt, das, wenn ich es mir so anschaue, echt cool aussieht. Es heißt Within Deep Sorrows Game Jolt hat. Ich habe auf viele von euch haben gesagt, ich soll auf Game Jolt schauen. Game Jolt meinte, das Spiel ist super, weil es gut bewertet wurde. Und hier steht's, was heißen soll in tiefer Trauer. Es ist ein trauriges Spiel anscheinend. Nein, es ist ein Horror-Game, wo ich mit sagen, auf zu reden. Hey, let's do it. Oh, wow, ist das laut. Oh, what the fuck. Oh, jetzt geht's los. 1958, St. William School. Okay. Ah, ja, oh, jetzt kann ich runter drauf schauen. Was für ein Feature. Oh, look at this. Schaut sich mal das an. Wo muss ich hin? Kann ich nicht laufen? Ich kann nicht laufen. Um Gottes Willen. Und dafür hüpfe ich mit Steuerung. Was ist das für eine Steuerung? Oh, hier ist das Gebäude. Oh, oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da oben stand wer. Da wartet wer auf mich. Ja, ich warte auf ihn. Kann ich rein? Okay, dann. Das erinnert mich ein bisschen an Outlast, weil bei Outlast warst du auch so. Da hat man auch das. Da war auch so eine Irrenanstalt. Ein bisschen hat was von Outlast. Oh, der Mond, der Mond. Der Mond und nur wir beide. What the fuck? What the hell? Was war das? Was war denn das? Ist da vielleicht eine Mülltonne irgendwas? Hallo, schön mal sweet, schön mal pell. No, no, no. Wo muss ich hin? Ah, lol, hier drin ein Paperclip. Okay, wir haben jetzt so ein Papierding. Moment, das ist eine Büroklammer. Muss ich vielleicht die Tür aufmachen? So, bitteschön. Und ja, und jetzt müssen wir das aufmachen. Klick, 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 klick. Oh, wie ein Panzerknacker. We are in, bitches. Praise the Lord. Dreaming. Warum steht immer Dreaming? Ich schlafe eigentlich. Okay. Okay. Ich bin wieder munter. Oh, warum bin ich im Haus eingepennt? Oh, shit. Ich bin im Haus drin. Leute, ich bin im Haus drin. Code Red. Code Red. Es wird gefährlich. Okay, geh mit. Okay, gut. Hallo? Oh, ich weiß nicht mal, ob da ein Gegner ist. Ich merke eindeutig, ich habe mich zu wenig über dieses Spiel informiert. Ich hätte mit Walkthrough lesen sollen und alle Jumpscares endlich notieren sollen. Aber das macht's ja aus. No game. Dass man nichts weiß. Oh Gott. Es sieht ein bisschen aus wie ein Outlast. Es sieht total aus wie ein Outlast. Mit den Spinden hier. Napoleon hier, alter Freund. Sieht... Oh, fucking hell. Oh, shit, war das laut. Okay, oh, aber die Soundkulisse hat mich jetzt schon... Die Soundkulisse hat mich an den Bolt. Ich sehe hier gar nichts. Oh, woher habe ich die jetzt auf einmal? Okay. Aha, es ist immer, oh fuck, es ist dunkel wie im Arsch, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Oh, ich habe eine Taschenlampe, look at this. Oh, wie ich sehen kann, wie ein Adler, ich bin ein Adler, call me Eagle. Okay, warte mal, wie das leuchtet gleich alles. Oh, die Taschenlampe ist echt eine gute. Oh, das ist das Klassenzimmer, kann ich hier Licht aufdrehen? Yeah, oh, das ist gleich viel perfekt. Aber ich hoffe, die Taschenlampe geht mir nicht aus. So, was ist da? 2 plus 3 ist 5, 2 plus 4 ist 6 und 2 plus 2 ist 4. The lesson will never end. Hört sich richtig an. Okay, let's... Was ist das? Ein Hamsterkäfig? Die haben mir einen fetten Hamster gehalten. Meine Lieblingsposition, so pervers jetzt klingt im Unterricht, war immer das U. Ich mochte das U sehr gerne. Das war super. Man hatte zwei Sitznachbarn. Also hier hat man nicht, die haben nicht mal einen gehabt, die armen Würstchen. Was steht da? Plan 1, Schlüssel 2, Schalter. Ist das ein Tipp? Wow. Wow. Hagrid, what are you doing here? Oh shit, das ist jetzt schon sehr dunkel. Oh, ohne die Taschenlampe hätte ich... Oh Gott, ich würde nichts sehen. Oh, shit, das sieht ja urkacke aus. Oh Gott, oh, das sieht gut aus. Oh, hallo.
Oh, wir sind der Hausmeister, wenn das Licht gemacht wird. Man muss ja aufdrehen, das Licht auch überall, weil es ist ja immer noch dunkel. Es ist ja immer noch dunkel. Ja, das sieht aber gut aus. What the fuck? Okay, dann dieser Weg. Dum, 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 dum. Oh, fuck. Okay, ich gehe da nicht hinein. Da will wirklich einer, dass ich da nicht reinkomme. Oh, shit. Oh, ich habe echt... Oh, jetzt habe ich Angst. Oh. Oh, shit. Oh, shit, das macht mich verrückt, diese Geräusche. No, no, wie Geräusche einen töten können. Kann ich hier rein? No. Oh, Geräusche sind not good. Geräusche sind not good. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, not good for the heart. Not good for the heart. Oh, no, no, no. Oh, was ist das? What the hell? A sack barrow? Was ist ein sack barrow? Ist das ein Stapler oder so? Oh, warte mal, Moment. Hey, das sagt mir, dass ich hier den Gabelstapler benutzen muss, oder die... Oh, shit. Oh, ich mag die Soundkulisse nicht, nur der atmet auch so unheimlich. Es ist Lord Vader. Es ist Lord Vader. So, jetzt aber. Schaut euch meinen Gabelstapler an, wie ich meinen Gabelstapler tragen kann und wie ich tanzen kann mit meinem Gabelstapler. Ah, jetzt haben wir den guten Spind. Das könnte eine Zahnspange sein. Ich habe keine Hände. Mit einer Hand mache ich ganz chillig den Gabelstapler, mit der anderen die Taschenlampe. I get it. Napoleon, schau mir zu und lerne. So, das letzte noch. Da kann ich rüberhüpfen. Ich bin ein Zwerg. Kann ich sie mitnehmen? Nee. Da kann ich rüberhüpfen. Oh, shit, Jumpscare. Oh, shit. Jumpscare. Oh, ich erwarte mir Großes. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht enttäuscht, das wäre das falsche Wort, ich bin begeistert. Oh, oh, rot bedeutet Tod in den meisten Spielen. Oh, okay, gehen wir zum Tod. Oh nein, was ist denn da, wie es da aussieht überall? What? Hat er mir die lauten Zahlen gesagt? Oh, Blut, nicht gut, nicht gut. Oder war ich vorher auf der anderen Seite? Oh Gott. Oh Gott. Okay, gut. Wir gehen aufs Klo rein. Kann man aufs Klo gehen? Hallo? Kann man reingehen? Nein. Hallo? Kann ich die Männertoilette? No. Ich möchte aber. Oh, ich muss nach oben. Oben ist eine gute Idee. Oh, es wird immer lauter. Oh, da ist Wasser. Kann ich da durch? Ist nur Wasser. Duck dich halt. Natürlich kann ich nicht. Das wäre auch viel zu einfach, durch Wasser zu gehen. Wasser! Körpertor! Oh, Jamie Char? Ich bin jetzt einfach durchgegangen, habe Jamie Char aufgehoben. Was mache ich mit der Jamie Char? Kann ich da das Ding aufbrechen? Jamie Char activate! Jamie Char activate! Jamie Char funktioniert hier nicht. Okay, warte mal, vielleicht funktioniert Jamie Char bei roten Teufelstor des Todes da hinten. Beim Wasser wird mir Jamie Char nicht helfen. Was ist Jamie? Oder Jimmy? Was ist das für ein Name für ein Werkzeug? Ich gebe meinen Namen kein Werkzeug, obwohl ich ein Mann bin. Kann ich da rein aufs Mädchenklo? Oh, aufs Mädchenklo. Oh, da. Oh, shit, das sind die Ladies. Okay, das sind die Ladies. Das, oh nee, ist meistens nicht gut. Ist meistens nicht gut. Oh, die Klos sind zu. Ist meistens nicht gut. Ist meistens nicht gut. Kann ich da rein? Oh, hier kann ich rein. Okay. Oh, Schlüssel, haha. Oh, nice. Und was ist da drin? Was war das? Hey, das war das. Deswegen heißt das Spiel Within Deep Sorrows. Oh, ich hab's. Oh, shit, mir ist schwindelig. Oh, mir ist schwindelig. Oh, ist er wieder da? Oh. Ich habe aber schon hübschere Mädchen gesehen. Oh, okay, Leute, merkt euch das. What the fuck? Merkt euch das. Jeder Junge.
Oh, da fliegt der Sessel. Jeder Junge merkt sich das. Schaut nie auf den Klo eines Mädchens nach. Sessel? Schaut nie im Klo eines Mädchens nach, wenn... Fuck. Ich wurde gesehen? Ja, ein Mädchen hat mich gesehen. Das Mädchen hat gerade gekackt. Natürlich war es nicht erfreut darüber. Okay. Oh Gott, es ist schon wieder so dunkel. Oh. Ah! What the fuck? What the fuck war das? What the fuck? What the fuck? Oh. Oh! Ja, eine gute Idee nach... Ah. Ich sehe nichts. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, eine gute Idee nach all dem Blödsinn, in einen Keller zu gehen. Smarter Junge, der Heimann. Smarter Junge. Ihr kennt das vermutlich nicht. Aber das Ding ist, sobald ich anfange zu schreien, kommt mein ganzes Blut in den Kopf. Und mir wird dann immer so schwindelig. Was ist das? Press E? Ich presste E. Wow. Wow. Wow, was ist denn da los? Es geht nie ab. Wie die Matrix. Was war jetzt? Moment. Oben war ja Wasser. Und habe ich vielleicht das Wasser abgeschaltet? Jetzt, das könnte sein. Das könnte eine Maschine sein. Und dann könnte das Wasser... Und Maschine abdreht, ist gleich kein Wasser mehr. Ich würde ja Leuten Videospiele empfehlen, die kurz vorm Erfrieren sind. Die schwitzen dann und dann sind die wieder cool. Videospiele retten Leben. Was haben wir jetzt gemacht? Aha! What the fuck ist das für eine Lampe? Leute, schaut sich das an! Das ist so von der PlayStation 3, dieses Wiimote-Ding. Yeah! Oh, was ist denn das da hinten? Mit einem Penis, einem Taschenlampenpenis. Wow, awesome. Oh, Leute, ich habe so ein PS3-Ding. Oh Gott, ich kann schon wieder nicht rüberhüpfen. Goddammit, wie das leuchtet. Ich kann alles sehen. Ich kann alles sehen. Oh, warte mal, hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang, da spielt die Musik. Oh, weg, weg, weg. Oh, das heißt nichts Gutes, das heißt nichts Gutes. Okay, ah, genau. Ja, wie ich vermutet habe, der Generator ist aus. Und jetzt geht's los. Exit? Klingt vernünftig. Kann ich da rüber? Hallo? Boah, ich hab Angst, dass was auftaucht. Press E. Es passiert nichts. Oh, da hat er gerülpst. Oh Gott, oh Gott. Okay, gut, gehen wir so. Exit. Quiet! Das heißt, halt's mal! Oh! Oder was? Oh! Oh, wie ich schwitze! Was ist das für ein Geräusch? Ist da was drin? Ist da was... Wow, das sieht aus wie Augen! Oh, bitte lass es vorbei sein jetzt. In den nächsten 5 Minuten möchte ich vorbei sein mit dem Spiel. Oh, was ist das da? Oh, was ist das? Wer ist Anthony? Badle, Bass, Tredle, Semi-Beweis, Quever. Okay. Das nenne ich Musik. Oh, das habe ich gesungen. Das habe ich gesungen. Das ist mein Lied. Und ich habe es getauft. Dominik stinkt. Frau Meier macht eine Durchsage. Bitte sei leise. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Wo muss ich denn jetzt hin?
Da ist ein schöner Clown. Hätte ich ein Kind, würde ich es in sein Zimmer hängen. In sein Zimmer, nicht in mein Zimmer, weil ich hätte Angst von diesem Clown-Gesicht. Ich wäre ein guter Vater. Oh! Ich habe Schlüssel aufgehoben, wie das? Auf einmal habe ich Schlüssel in der Hand. Moment, da drin? Yes! Wuhu! Nicht da drin! Ah! Okay, gut, weiter geht's. Oh, was ist denn da drin? Oh! Upper Arm Muscle. Still Lip Drawing. Okay, danke für die Einweihung. Und das ist ein Wasser und ein... Was ist das? Oh, die Bibel, na Gott sei Dank! Yeah! Barker's Diary. Vom Bäcker das Buch. Alles klar. Alles klar. Da habe ich vom Bäcker das gute Buch. Das gute Buch. Was haben die Leute eigentlich gezeichnet? Gar nichts. Hätte ich besser gekonnt. What the fuck, Frau Meier? What the fuck? Lauf! Spring! Hüpf! Ich schwebe, ich bin ein Engel. Oh shit, rauf. Lauf. Lauf. Jetzt läuft er schnell, aber beim Hüpfen braucht er die Stunde. Oh! Ich bin aufgewacht. Aber da... Oh! No! Bitte nicht! Thank you for playing. Ich traue dir kein Stück. Ich erinnere dich, was bei Yoshi Island passiert ist. Oh, wir sind aber, glaube ich, echt fertig. Oh, wir haben es geschafft. Written by Will... Oh, cool. Das war echt eine coole Erfahrung. Muss ich nämlich vor Augen halten, dass solche Spiele immer von der Atmosphäre... profitieren. Und das Geile an denen ist, dass bei diesem Spiel keine Gegner kamen. Du hast echt nur Jumpscares oder so. Einen Jumpscare, ein richtig guter, war dabei. Und ansonsten ist das ganze Spiel mit Rätseln und so und echt nur Atmosphäre. Und ich finde Spiele viel besser, wenn sie Atmosphäre statt Gegner haben. Ich weiß nicht warum, aber das erzeugt, du bist ständig angespannt und das macht, oh, das macht's echt geil. Also ich fand, das ist ein gutes Projekt. Es ist kein Gegner gekommen, aber das bräuchte es nicht, denn in diesen ganzen gegnerbezogenen Spielen wie Outlast und so geht es ja nur darum, Angst zu haben. Und wenn man Angst erzeugen kann ohne einen Gegner, dann ist es besser, dann ist es eine höhere Kunst, als Angst zu erzeugen, wenn nicht mehr verfolgt. Finde ich so. Also ich fand es sehr, sehr gut. Ich hab nur irgendwie gar nichts von der Story verstanden. Aber es war irgendwie ein cooles Spiel. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr weitere coole Vorschläge habt, ich habe das auf GameJolt gefunden, das wurde gut bewertet. Ich dachte, okay, let's play it. Wenn ihr weitere coole Vorschläge habt zu coolen Spielen oder so, oder irgendwo da irgendwie irgendwas empfehlen könnt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde es willkommen heißen und ihr würdet mir damit helfen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich kann so viel verraten. Omegle-Video diese Woche. Und das ist sehr aufwendig. Und daher Freizeit. Adieu. Ansonsten, Kaiser Kapuze Mami. Es war mir eine Freude. Wir sehen uns. 3, 2, 1. Ciao. Bleibt doch für erstmal. Fuck that shit!